Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Streit mit der Türkei über eine Reise von deutschen Parlamentariern zum NATO-Stützpunkt Incirlik gibt es offenbar Bewegung. Die Abgeordneten durften die dort stationierten Bundeswehrsoldaten nicht besuchen, seit der Bundestag die Armenien-Resolution beschlossen hatte. Darin wurden die Massaker an Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnet. Nach der gestrigen Stellungnahme der Bundesregierung mehren sich die Anzeichen, dass die Türkei Truppenbesuche in Incirlik wieder genehmigt. Die türkische Militärbasis Incirlik. Der CDU-Bundestagsabgeordnete von Stetten ist schon da. Ein privater Besuch. Zu unseren Soldaten kommt er nicht. Das könnte sich aber bald ändern. Selbst wenn ich jetzt aus Zeitgründen die Basis nicht besuchen kann, weil das einfach nicht mehr zeitlich funktioniert, aber dann ab nächster Woche auch die Fachabgeordneten wieder mit ihren Soldaten sprechen können und sich austauschen können und schauen können, ob alles in Ordnung ist, dann hat sich das auch gelohnt. Und ich bin mir sicher, dass es da jetzt in Kürze eine Lösung geben wird. 6 Tornado-Aufklärer, ein Tankflugzeug und etwa 200 Soldaten. Das ist Deutschlands Beitrag am Anti-IS-Terroreinsatz in Incirlik. Auch SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold hofft, die deutschen Soldaten bald wieder besuchen zu können. Die Beziehungen zwischen Ankara und Berlin entspannen sich. Wir hoffen natürlich, dass wieder Normalität einkehrt, weil wir sind aufeinander angewiesen. Und wir wollen ja nicht nur die Truppe in der Türkei besuchen, sondern auch politische Gespräche in Ankara führen. Und dieser Dialog ist gerade beim schwierigen Partner wichtig. Zur Entspannung beigetragen hatte auch die Erklärung der Bundesregierung, dass die Armenien-Resolution nicht rechtsverbindlich ist. Es könnten daraus also keine Wiedergutmachungsansprüche hergeleitet werden. Cem Özdemir, einer der Initiatoren der Armenien-Resolution, begrüßt die deutsch-türkische Wiederannäherung. Wenn Herrn Erdogan offensichtlich ausreicht, dass man ihn darauf hinweist, dass eine Resolution ist, wenn das hilft, dass Herr Erdogan die Gesichtswahrung ermöglicht wird und er dann wieder deutschen Bundestagsabgeordneten Zugang nach Incirlik ermöglicht, soll es mir recht sein. Jan van Aken sieht das ganz anders. Sollte Ankara den Abgeordneten die Einreise wieder erlauben, werden die Vertreter der Linken wohl zu Hause bleiben. Wenn sie es dürfen, dann finde ich das einen ganz großen Skandal. Dann heißt es wirklich, es gab im Hintergrund einen Deal, es gab eine Erpressung durch die türkische Regierung und Angela Merkel, und das finde ich ein Tiefpunkt ihrer Kanzlerschaft, hat sich erpressen lassen. Mit oder ohne die Abgeordneten der Linken, der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages plant Anfang Oktober, unsere Soldaten in Incirlik zu besuchen. Auch in der Flüchtlingsfrage nähern sich die Türkei und die EU nach wochenlangen Spannungen wieder an. Nach einem Treffen mit den EU-Außenministern im slowakischen Bratislava erklärte der türkische Europaminister Çelik, sein Land werde sich trotz aktueller Differenzen an das Flüchtlingsabkommen halten. Er rückte damit von früheren Angaben aus Ankara ab, nach denen die Türkei die Vereinbarungen wegen des Streits um die Visafreiheit der türkischen Bürger platzen lassen könnte. Auf ihn waren heute alle Blicke gerichtet. Ömer Çelik, der türkische Europaminister. Viele freundliche Worte hatte die EU im Vorfeld gefunden, um die Beziehungen zur Türkei wieder zu verbessern. Und Çelik versprach, der Flüchtlingsdeal bleibe bestehen, auch wenn es im Oktober noch keine Visafreiheit für die Türken gäbe. Wir setzen den bestehenden Mechanismus um, sagt Çelik, und wir werden es auch weiter tun aus humanitären Gründen. Keine Visafreiheit also, und trotzdem hält der Flüchtlingsdeal. Çelik verschob das Problem heute einfach in die Zukunft. Denn nach seiner Ansicht könne es bald eine neue Flüchtlingswelle geben und dann brauche Europa einen ganz neuen Deal. Ohne Visaliberalisierung, sagt er, werde die Türkei dann aber keinen Beitrag zu einem neuen Mechanismus leisten. Unnachgiebig war Çelik bei der Frage der umstrittenen türkischen Antiterrorgesetze. Die EU müsse verstehen, dass die Türkei an Länder wie Irak und Syrien grenze. Sein Land werde erst dann die Gesetze ändern, wenn die Terrorgefahr gebannt sei. Auch wenn das noch dauern kann, für den deutschen Außenminister war der heutige Tag ein wichtiger Schritt. Wir müssen uns bewusst sein, die Türkei bleibt für uns in jeder Hinsicht ein Schlüsselland. Europa und die Türkei haben sich heute hier in Bratislava vor allem Zeit verschafft. Denn die komplizierten Fragen von Flüchtlingsdeal, Visafreiheit und Antiterrorgesetzen müssen nun nicht mehr innerhalb der nächsten Wochen gelöst werden. Doch die Türkei machte auch klar, welchen Weg sie innenpolitisch geht, lässt sie sich nicht von der EU diktieren. Rund 30.000 Kurden haben in Köln gegen die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan demonstriert. Sie kritisierten das Vorgehen Ankaras gegen Kurden im eigenen Land sowie im benachbarten Syrien.
Die Redner der Kundgebung forderten die verbotene Arbeiterpartei PKK und ihren inhaftierten Anführer Öcalan in eine Friedenslösung einzubinden. Mehr als 1000 Polizisten waren im Einsatz. Von morgen an treffen sich im chinesischen Hangzhou die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zum G20-Gipfel. Sie vertreten 2/3 der Weltbevölkerung und fast 90% der globalen Wirtschaftskraft. Die beiden Schwergewichte China und USA haben bereits heute einen Impuls gesetzt. Gastgeber Xi Jinping und US-Präsident Obama erklärten, ihre Staaten seien dem UN-Klimaschutzabkommen beigetreten. Sie forderten andere Länder auf, dem Beispiel zu folgen. In vielem sind sie sich nicht gerade grün, beim Klimaschutz rücken sie aber zusammen. Eine große Geste vor dem G20-Gipfel erhält UN-Generalsekretär Ban Ki-moon von US-Präsident Obama und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die Ratifizierungen des Pariser Klimaschutzabkommens. Das ist nur ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn unsere beiden Staaten wirksam zusammenarbeiten. Umweltgruppen loben den politischen Willen, aber gerade vor den beiden größten Klimasündern der Welt liegt noch ein weiter Weg. China allein ist für mehr als 25% des weltweiten Kohlendioxidausstoßes verantwortlich. Die Regierung in Peking will die große Abhängigkeit des Landes von der Kohle reduzieren und setzt neben Atomstrom auch sehr auf erneuerbare Energien. Heute blauer Himmel über dem Gipfelort Hangzhou, aber es wurde nachgeholfen. Mehrere hundert Fabriken mussten schließen, damit das Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer einigermaßen smogfrei verlaufen kann. Dazu massive Sicherheitsvorkehrungen. Auf den Straßen der Millionenmetropole sind nur wenige Autos unterwegs. Mehrere Staatsgäste sind bereits eingetroffen. Ab morgen soll es vor allem um neue Impulse für die schwächelnde Weltwirtschaft gehen und um internationale Krisenherde. Chinas Bevölkerung leidet unter dem Dauersmog und verlangt nach Verbesserung. Auch deshalb nimmt die Regierung in Peking den Klimaschutz sehr ernst. Und als Gastgeber des G20-Gipfels will das Land zeigen, dass es international Verantwortung übernehmen kann. Das Klimaschutzabkommen von Paris soll die Erderwärmung begrenzen und die Lasten des Klimawandels fairer verteilen. Es kann erst in Kraft treten, wenn mindestens 55 Staaten angenommen haben, die für mindestens 55% der Treibhausgasemissionen stehen. Hier die wichtigsten Eckpunkte. Begrenzung des Temperaturanstiegs. Die Staaten setzen sich das Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf weit unter 2 Grad Celsius zu beschränken. Möglichst soll der Temperaturanstieg bereits bei 1,5 Grad gestoppt werden. Nationale Klimaziele. Verbindliche Werte zur CO2-Reduktion sind im Pariser Abkommen nicht festgeschrieben. Stattdessen sollen die Industriestaaten nationale Ziele zur Begrenzung des Temperaturanstiegs vorlegen. Die Ziele sollen von 2023 an regelmäßig überprüft und verschärft werden. Minderung von Treibhausgasen. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts soll der Umstieg von Kohle, Gas und Öl auf erneuerbare Energieträger vorangetrieben werden. Ziel ist es, von 2050 an ein Gleichgewicht zu erreichen zwischen Ausstoß von Treibhausgasen und ihrer Bindung, etwa durch Aufforstung von Wäldern. Hilfe für ärmere Staaten. Die Industrienationen sollen arme Länder beim Klimaschutz und bei der Anpassung an die Erderwärmung unterstützen. Schwellenländer sollen einen freiwilligen finanziellen Beitrag leisten. Seit gut 8 Monaten hat Spanien, die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, bereits keine voll funktionstüchtige Regierung. Jetzt ist der geschäftsführende Ministerpräsident Rajoy zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit im Parlament in Madrid mit der Regierungsbildung gescheitert. Seine konservative Volkspartei hat keine Mehrheit mehr und braucht Koalitionspartner. Wunden lecken am Tag danach. Der gescheiterte Mariano Rajoy hat zum Treffen in der Parteizentrale der konservativen Partido Popular gerufen. Die Kernfrage hier, wie im ganzen Land, was nun? Nach 2 Stunden Beratung ein dürres Ergebnis. Wir haben noch einmal bestätigt, dass wir einig sind, dass wir stark sind und dass wir Mariano Rajoy weiter als Spitzenkandidaten sehen und unterstützen. Also kein Rückzug Rajoys und ohne seinen Rückzug weiter keine Chance auf Koalitionen. Rajoy war gestern Abend zum zweiten Mal im Parlament gescheitert. Es reichte nicht einmal zu einer einfachen Mehrheit der Stimmen. Sozialistenchef Sanchez macht nun Andeutungen, dass er die Initiative ergreifen will.
Ich gebe euch mein Wort, wir werden ohne Pause daran arbeiten, eine Verständigung zwischen den Kräften der Veränderung hinzubekommen und die Etappe des gescheiterten Mariano Rajoy zu beenden. Wie das gehen soll, sagt er nicht. Klar ist heute nur, das Land wird weiter geschäftsführend regiert, Gesetze erlassen, einen Haushalt aufstellen, unmöglich. Erschreckend ist nicht nur die Unfähigkeit aller Politiker, ein zugegeben schwieriges Wahlergebnis in eine praktikable Koalition zu übersetzen. Erschreckend ist vielmehr, dass die Politiker aus lauter Egoismus den zarten wirtschaftlichen Aufschwung in Spanien aufs Spiel setzen. Spanien bräuchte dringend eine handlungsfähige Regierung. Stattdessen wird es wohl die dritte Parlamentswahl innerhalb von 12 Monaten bekommen. In Usbekistan ist der langjährige Präsident Karimow beigesetzt worden. Der Tod des 78-Jährigen war gestern verkündet worden. Tausende säumten die Straßen, als der Sarg von der Hauptstadt Taschkent in seine Heimatstadt Samarkand überführt wurde. An der Trauerfeier nahm auch der russische Ministerpräsident Medvedev teil. Karimow führte den zentralasiatischen Staat seit dem Ende der Sowjetunion mit harter Hand. Menschenrechtler werfen ihm unter anderem Folter und willkürliche Verhaftungen vor. Für die deutschen Fußballweltmeister beginnt der Weg der Titelverteidigung. Die Nationalmannschaft ist heute in Oslo eingetroffen zum Auftaktspiel der Qualifikation für die WM 2018. Bundestrainer Löw bewertet die Partie gegen Norwegen als eine der schwersten Aufgaben in der Qualifikationsgruppe. Das Spiel wird morgen Abend um 20.45 Uhr angepfiffen. Für den WM-Qualifikationsauftakt hat der Bundestrainer eine klare Vorgabe. Joachim Löw fordert volles Engagement gegen Norwegen, trotz kurzer Sommerpause. Also wir sind natürlich nicht nach Norwegen gekommen, um die wunderbare Natur irgendwie hier auch anzuschauen und zu genießen, sondern wir sind hierher gekommen, um das erste Spiel auch für diese WM-Qualifikation zu gewinnen. Die Stimmung ist gut. Alle Spieler sind verletzungsfrei nach Oslo angereist und die Bilanz passt ebenfalls. Von 10 Partien in Norwegen hat Deutschland 7 gewonnen und 3-mal unentschieden gespielt. Gegen erwartungsgemäß defensive Gastgeber wird hohe Effektivität vor dem Tor wichtig sein. Bei der Europameisterschaft war das große Manko der DFB-Auswahl. In Berlin gab es heute ein Wiedersehen mit zahlreichen Olympiateilnehmern von Rio. Beim 75. Internationalen Leichtathletikstadionfest ISTAF. Das erhoffte Bruderduell der Diskuswerfer Harting fiel jedoch aus. Olympiasieger Christoph musste auf einen Start verzichten. Robert Harting beendete die Saison mit Platz 3. Er nennt das Berliner Olympiastadion sein Wohnzimmer. Hier wurde Robert Harting vor 7 Jahren Weltmeister. Heute allerdings konnte der 31-Jährige nicht gewinnen. 63,23 Meter, weiter ging es nicht für den Olympiasieger von 2012. Platz 3 damit für den Berliner. Sein Bruder Christoph musste krankheitsbedingt absagen. Gewonnen hat überraschend der Österreicher Lukas Weiß-Heidinger mit genau 66 Metern. Abschiedstränen vergoss Christina Oberquöll, bevor sie ihren letzten Speer warf. Sie beendet ihre große Karriere mit einem ISTAF-Sieg, gefeiert vom Berliner Publikum. Wie auch Betty Heidler, Linda Stahl und Björn Otto, die ebenfalls verabschiedet wurden. Für eine Weltklasseleistung im Olympiastadion sorgte Cindy Rohleder. Sie siegte über die 100 Meter Hürdenstrecke in 12,65 Sekunden und sorgte für einen der Höhepunkte beim 75. Internationalen Stadionfest von Berlin. Und hier die Lottozahlen. 8, 14, 18, 25, 30, 36. Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 4. September. Ein Tief über der Nordsee bringt uns Regenwolken. Dabei wird die warme allmählich von kühlerer Luft verdrängt. Heute Nacht breitet sich von der Nordsee zum Teil kräftiger Regen aus. In der Südosthälfte bleibt es bis zum Morgen aber noch klar oder nur locker bewölkt und trocken. Der Sonntag beginnt im Südosten noch überwiegend freundlich, sonst gibt's viele Wolken und teilweise kräftigen Regen oder Schauer, gebietsweise auch Gewitter mit Sturmböen. Heute Nacht 18 bis 13, in Bayern teilweise um 10 Grad. Morgen in der Nordhälfte schon deutliche Abkühlung, südlich des Mains noch 25 bis 27 Grad. Auch am Montag wechselhaftes Wetter und noch kühler. Aber ab Dienstag wird es unter Hochdruckeinfluss wieder freundlicher und wärmer.
Thomas Roth meldet sich um 23.25 Uhr mit diesen Tagesthemen. Türkei und Deutschland. Wann dürfen Abgeordnete nach Incirlik? Und wer zieht ins Schweriner Schloss? Informationen von Jörg Schönenborn zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.